Ja, das angeblich von einem Hund gebissene Baby ist tatsächlich am gestrigen Nachmittag verstorben. Die Verletzungen waren, wie allerdings auch zu erwarten war, derart schwer, dass es keine Chance gehabt hat. Am heutigen Tag soll es dann in der Rechtsmedizin in Oldenburg obduziert werden. Von der Obduktion erhoffen wir uns genaue Erkenntnisse zum Tathergang und auch zu der Todesursache. Der mutmaßliche Täter soll ja der Vater sein. Er hat angegeben, er habe das Kind mit der Hand geschlagen, weil es so laut gewesen wäre, um es quasi zu beruhigen. Wir gehen davon aus, dass diese Schläge wahrscheinlich die Todesursache sind. Genaueres wird die Obduktion ergeben. Die Rolle der Mutter ist noch etwas unklar. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand gehen wir davon aus, dass sie zum Vorfallzeitpunkt sich nicht in der Wohnung aufgehalten hat, deshalb mit dem ganzen Tatgeschehen noch nichts zu tun hat. Ja, das Kind hat letztlich ein schreckliches Schicksal erlitten. Es ist nach 4 Tagen von den Eltern aus der Geburtsklinik abgeholt worden und nur wenige Stunden später ist es dann wohl zu diesen Handlungen gekommen, sodass es dann jetzt letztlich verstorben ist. Ja, die Ermittler werden sicherlich auch mit allen Zeugen, die Kontakt zu der Familie hatten, sprechen werden müssen. Einen irgendwie gearteten Hinweis darauf, dass hier Mitarbeiter der Stadt was falsch gemacht hätten, haben wir nicht. Es ist im Gegenteil eher so, dass wir wissen, dass das Jugendamt sich im Vorfeld schon um die Familie gekümmert hat.